Cosplays und wie viel Haut darf man zeigen? Und ich, da habe ich, und es gibt ja diese Regelung an Cons von wegen, nur so und so viel, die wichtigen Stellen müssen bedeckt sein und der mindestens 20% vom Körper. Und dann hast du halt Cosplayer, die tragen Stiefel. Also lange Stiefel. Sehr lange Stiefel. Und der Rest ist so halt abgedeckt. Und damit es auch wirklich abgedeckt bleibt, mit Sekundenkleber fest. Ich meine, es hält. Weil ich weiß mittlerweile, dass es an Cons scheinbar, also bei den Cosplay-Wettbewerben, Leute gibt, deren Job es ist, zu überprüfen, ob das Cosplay auch nicht verrutscht. Ja, hüpf mal. Schütteln mal. Mach mal beides. Okay, gut. Aber Sekundenkleber. Die ganzen Cosplayer und Handwerker hier drin, die wissen, was das heißt. Ja. Oder noch, oder teilweise sogar noch mit dem Heißkleber. Yay! Leute, das gibt böse Verätzungen und Verbrennungen. Ich glaub nicht, dass ich das sagen muss. Das willst du nicht an besonderen Körperstellen haben. Und erst recht nicht, wenn du es wieder wegnehmen musst. Aber das sind Cosplayer. Cosplayer müssen leiden. Ein Cosplay ist kein Cosplay, wenn man sich irgendwo vollgeblutet hat. Und selbst bei gekauften Cosplays, Cosplayer, ich glaube, das sind einfach Masochisten. Wir hatten vor 2 Jahren hier an der Nietzsche, war es arschkalt. Ich glaube, das war vor 2 Jahren. Und draußen im Garten liefen ein paar Spartaner rum. Also, auch die trugen Stiefel und Unterhosen und Capes. Bei 20, ja, und Helme. Und dann schießt sie aber runter: Spartaner!